Willkommen zurück zu Let's Play Cry of 4. Wir sind gerade in dem Level mit den Schwabbel-Buddies. Und sie verfolgen uns durch alle Gänge. Und ich scheiß mir in die Hose. Aber wir müssen jetzt einen Weg raus aus dieser beschissenen Psychose finden. Alles klar. Es fängt schon wieder an mit diesem Rumgebagge. Das regt mich ein bisschen. Oh, ich muss das Headset anmachen. Schwabbel-Buddy. Genau, das war rechts lang. Vielleicht sollte ich mir das anfangen aufzuschreiben. Aber dann könnte es sehr lange dauern. Nochmal rechts. Da war ein Schwabbel-Buddy. Ich laufe dem jetzt hinterher. Das wirkt ja richtig. Rechts. Noch ein Schwabbel-Buddy. Links. Links. Oder der andere Schwabbel-Buddy war. Rechts. Rechts. Weiter geradeaus. Rechts. Wo sieht aus? Ah! Hier rein. Scheiße gesagt. Ah, nee, da. Kaneda! Ich kenne keinen Akira. Was? Schwabbel-Buddy? Keine Katzenschlappe anmachen. Doch, kann ich. Hilfe. Ah! Ach, fick die Scheiße doch. Y. Wir folgen dem Schwabbel-Buddy. Alter, was ist denn das für ein hässliches... Das sieht aus wie ein fucking Hentai-Porno. In einem sehr psychisch abgefuckten Hentai-Porno. Bei die Yakuza-Mafia. Egal. Hier lang. Weiterer Schwabbel-Buddy. Flop, 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 flop. Der macht den Helikopter. Durchgehend. Ey, könnte ich nicht. Da wird mir das Blut woanders hinfließen. Weiter, weiter. Na los. Ich will jetzt rechts. Da kommt nämlich der andere. Und da wieder rechts. Und dann gehe ich auf einmal links. Und dann gehe ich nochmal links. Aber da komme ich doch genau da aus, wo ich gerade reingekommen bin, oder nicht? Oder wie ist dieses scheiß Labyrinth aufgebaut? Dann gehe ich halt jetzt geradeaus hier. Und dann rechts. Ich weiß nicht mehr, wo ich irgendwo hinkam, wo ich war, was hier los ist. Es wirkt gerade richtig. Was? Ja, ich needed to the heat to the exit. Angehört wie ein fucking Rap vom Wu-Tang Clan. I needed to the heat to the exit. Oder wie... Ah, wie fettes Brot. Die auf Englisch machen wollen. I needed to the heat to the exit. Ja! He suffered severe spinal damage in the accident. It's a miracle he still retains upper body motion. From the waist down, however, there is no nervous response at all. Not to mention the mental trauma he suffered. From what I can tell, Simon is a deeply disturbed individual who had mental problems even prior to the accident. Oh my God, jetzt kann er nicht mehr laufen. Weil er sich ja daran erinnert hat, dass er nicht mehr laufen kann. Holy fuck! Holy shit!
close. Ja. Moment, wenn er jetzt... Ja, okay, er ist doch nicht querschnittsgelähmt. Ja, guck nicht rein. Wehe, du guckst rein. Alter, fick dich doch. What the fuck? Wasn't this where I came from? No. No, no, no. Something is obviously not right. I should hurry now. Before something else happens. Das macht mich fucking nervös. Leaving this for good. Danke. Ja. Ja, bitte, bitte. Einfach weg hier. Zu. Ich könnte jetzt da lang, aber ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Einfach nur raus. Hauptsache, es kommt nicht mehr so ein Jump'n'Run-Kack oder sonstiges. Bin ich hier richtig? Das hier war closed, oder? The door won't budge. Nee, die wird nicht funktionieren. Ich könnte wieder hier lang gehen. Ich versuche mal auf die andere. Ja. Simon, what the fuck are you doing? Ich versuche trotzdem mal in die andere Richtung. Weil ich... Die erste Richtung, die ich gehe, ist immer falsch. Das habe ich von Spielen mittlerweile gelernt. The door won't budge. Hier geht's durch. Ah, nee, Moment, von hier kam ich, oder? Muss ich jetzt wieder zurück? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Sterben tue ich. Ich sterbe. Weil ich... Ah, das kann doch nicht wahr sein. Nein! Warum konnte ich nicht speichern? Ah! Oh mein Gott! Das Ladekabel wieder reinmachen. Sonst lädt das scheiß Headset nicht. Ach, leck mich doch am Arsch. Okay, ich mach's nochmal neu. Ich stelle aber auf Pause. Bis gleich. Nach einer weiteren Runde Selbsthass bin ich wieder da. So. Fick dich! Nicht jetzt! Ich wollte gerade anmoderieren. Arschloch. Ah! Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ich will speichern. Fickt euch! Fickt euch! Nerven mich. Also... Das ist noch so ein Drecksack. Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, genau. Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, wollte ich eigentlich einen Weg zum Speichern finden, aber ich habe jetzt schon 200 Viecher umgelegt, also krass. Gib mir einen Saving Recorder. Hier unten. Hier war doch ein Kassettenrekord. Warum nicht? Warum gönnt mir dieses Spiel nicht eine Sache? Ja, ich suche ja schon den Kassettenrekorder. Ich hasse dieses Spiel. Dieses Spiel hasst mich. Ich habe einen fucking Vorschlaghammer. Das ist nicht der Vorschlaghammer. Ja, das ist auch nicht der Vorschlaghammer. Das ist die Pistole. Wie komme ich jetzt am besten zu einem Kassettenrekorder, ohne zu sterben? Aber ich will dieses Level nicht nochmal machen. Wirklich nicht. Also so ganz und gar nicht. Das war echt nicht mein Ding, ey. Also wirklich nicht. Kann ich hier lang ohne... Hallo.
Ich weiß, hier war irgendwo ein Kassettenrekorder. Ah, ja, hier beim Bus. Bus, 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 lass mich rein, Bus! Willst du mich verarschen, Bus? Danke, Bus. Oh ja. Oh ja. Oh, das tut so gut. Oh, das ist besser als jeder Orgasmus. Okay. Wir haben gespeichert. Da ist unser Kanina. Und jetzt, weiter. Das war so offenbar nicht der richtige Weg. Gut, nein. Da gehe ich nicht hin. Ich habe keinen Schlüssel oder sonstiges bekommen, ne? Ich habe nur einen fucking Vorschlaghammer bekommen. Das heißt, ich muss hier unten irgendwie weiter. Muss ich jetzt wieder durch die Tür durch? Aber es wäre schon ziemlich abgefuckt, wieder dahin gehen zu müssen, wo man gerade herkommt, aus diesem fucking gruseligen Fick-Szenario. Szenario. Nicht Szenario. Szenario. Szenarios ist ein Halbgott. Oh. Oh, das gefällt mir. So geht das. Okay. Jetzt da unten durch oder hier lang? Ich gehe mal hier lang. Hey! Oder geht's durch? Ach. Ah. Okay. Ich bin leicht verwirrt. Okay, das ist nur zum... Hier findet man nur so... Muss ich jetzt wieder zurück? Muss ich jetzt wieder komplett zurück? Ich muss, hier habe ich den Vorschlaghammer gefunden. Aber von hier kam ich ja deshalb auch. Hä? Moment mal. I want my feedback. Ja, aber ich habe deine Füße nicht gefunden, Bro. Ich bin nur hart verwirrt gerade. Kanina! Hier irgendwie aus den Türen raus. Geht's hier noch weiter? Strange, the door can't open now. Okay, irgendwas. Das Spiel hasst mich. Das ist es. Nee, von hier komme ich ja. Was? Alter! Liegt schon hier auf die Fresse. Aha, da ist offen. Nee, da ist doch nicht offen. Oh. Ich brauche Fuses. Ich hab mir die vorigen Let's Plays nicht nochmal angeguckt. Das war das Problem. Also nicht direkt vor der Aufnahme. Ich verstehe. Okay. Ja. Ich weiß wieder, was zu tun ist. Es ist gerade sehr leise. Aber es geht auch nicht lauter, weil das Headset voll leer ist. Das,
Man hört nur auf der rechten Seite. Ah! Das hört sich komisch an. Und jetzt höre ich wieder gar nichts. Genau, wo war jetzt die Tür, wo die Fuses waren? Hier unten? Nee. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Mann, warum gehen die Rolltreppen nicht in die richtige Richtung? Ich will Rolltreppen fahren. Da, 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 Rolltreppen. Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen. Toter Körper. Rolltreppen. Yay. Rolltreppen. Okay, ich hol die Fuses. Au! Bro! Wie steht darauf, gegen Sachen zu laufen? Ach, leck mich doch! Gut, ich darf jetzt zwei Sachen rauswerfen. So, ich habe den Vorschlaghammer, den behalte ich. Ich habe die Glock, die behalte ich. Okay. Wobei ich keine Ahnung. Der Kerl hat wirkliche Probleme. Aber nicht nur psychische, sondern auch hart motorische. Also wirklich jetzt. So, ich fliege die Fuses ein und hole dann meine Waffen wieder. Ey. Selbst. Als Raucher kann ich länger laufen als der Kerl. Das sollte einem zu denken geben. Ne, Simon? Jetzt hoffentlich falle ich nicht wieder runter. Alter, geht er langsam. Ich bin auf dem Weg zu meiner Arbeit, schneller! Jetzt dauert es wieder ewig. Wäre ich der Protagonist in diesem... Nee, das will ich mir nicht vorstellen. Nee, nee, lieber nicht. Simon, du machst deine Sache gut. Ist in Ordnung. Belassen wir es dabei. Simon macht das schon. Oh, jetzt mein Headset wieder abgekackt. Fuse 1. Fuse 2. Und jetzt werde ich erstmal zurückgehen. Und unsere Waffen wiederholen. Aber das mache ich ja erst in der nächsten. Fick dich, Simon! Dieser Kerl bereitet mir Kopfschmerzen. Back to the train. Sitting here like a fool. Feels like it was just a few seconds ago I was traveling here. No, think straight. I got hit by a car, woke up, and these things have been trying to kill me since. I mean, what is actually happening with me? Mom keeps telling me to get home, but why?
How would that solve any of the crazy shit I've seen? I can't even contact the police here. Everything is just fucked. Could it be that I'm just hallucinating? No, seriously. Am I? Or is there something else? I keep thinking back at that doctor guy. Well, he is crazy, all right. But could he have done something to me? Seeing as he wears a gas mask. Or is all this just not real? I'm confused. I'm just very confused. So many questions, but no answers. I'll see what happens when I come home. So, jetzt. Bis zur nächsten... Ich gucke in die falsche Kamera. Bis zur nächsten Folge. Ciao.